Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ich hatte den Namen im Kopf, aber irgendwie war ich gerade voll Brain AFK. Fragt mich nicht, wieso. Wir machen heute weiter. In der letzten Folge haben wir den Markt erweitert, angefangen die Kirche zu bauen. Und irgendwas haben wir noch gemacht. Genau, das Farmgebäude haben wir angesetzt. Es läuft sehr gut. Wir haben unsere ersten Soldaten. Oh, die Weizenform ist fertiggestellt. Gut. Erntefeld. Also ich würde gerne hier mein Erntefeld langziehen. So hier, ne? Da ist nicht die Attraktivität sehr hoch. Und ich hoffe, der Platz reicht. Und dann machen wir jetzt hier mal drei Arbeiter rein. Drei wieder und dir, sage ich mal, Erntefeld entfernen bis hier vorne. Weil du benutzt ja nur den Bereich da. Dann haben wir nicht noch ein bisschen Platz auf der anderen Seite. So. Neue Militärmission verfügbar. Wohnhausbau fertiggestellt. Oh, okay. Wollen wir schauen. Einfach weit entfernt. 20 verbleibende Tage um die Entsendung eurer Soldaten. Mission anzeigen. Mein Herr, zwischen dem Reich und dem bösen Nachbarn brodelt es. Ich bereite meine Truppen vor und entsende sie vor dort. Akzeptierte Missionen. Ah, das wird schon klappen. Armee. Ah, ich kann euch ja noch hier die Schwerte. Oh, wir haben schön viel Schwerte. Alle haben Stärke 4. Das hört sich doch super an. Soll ich sagen, akzeptierte Missionen. Sind alle 5 drin. Die werden jetzt ausgesendet. Soldaten zum Sieg, würde ich sagen. Wo ist denn der 5. Ah, da. Da sind alle. Maschinen, diesmal nochmal eine schöne Rundtour durchs Dörfle durch hier. Schau mal, ich will auf jeden Fall ein größeres Heer hinkriegen. Das finde ich genial. So ein richtig schönes, großes Heer wäre, glaube ich, richtig cool. Ich bin vor allem bei einem Ausfall minus 5. Aber wir werden auf jeden Fall einiges kriegen. Hoffe ich. Weit entfernt soll es ja sein. Bin gespannt, wie weit entfernt sie damit meinen. Ha, so. Es fehlen noch die 17 Werkzeuge, aber die sollten noch mittlerweile vorhanden sein, oder? Ja, bestimmt. Bestimmt. Und dann ist es das schon. Dann steht unsere erste kleine moderne Kirche auch. Die baut fleißig weiter, damit das Gebäude größer wird. Unsere Reserven an Brot sind mega groß jetzt. Oha. Das ist unerwartet. Also das ist echt unerwartet, das hätte ich echt nicht erwartet, dass auf einmal die Rohstoffspeicher voll sind sogar. Der Fisch ist immer noch genauso wie die Bären sind, so ein ganz kleines Problem, aber das kriegen wir bestimmt auch unter Kontrolle, sobald das Geld passend ankommt. Denn ich würde jetzt gerne diesen Zaun hier bauen, damit wir hier anfangen können, auch noch ein bisschen Dorf hinzusetzen, weil ich glaube, die wollen hier auch noch ein bisschen Dorf haben, weil hier natürlich viel Wohnfläche gebraucht wird. Wir gehen jetzt in den Baumodus. Nehmen hier die Holzbrücke. Nee, Holz in der Berge war auch noch nie. Ich brauche Zaun. Weil entweder man nutzt mein. Ich vergesse jedes Mal, dass man das ja so machen sollte. Meine genialen Durchgänge oder man geht gar nicht durch. Oh, jetzt habe ich wieder vergessen. Oh, wieder drehen. So, so. Hier kommt jetzt nochmal so ein Pflanzenbogen, da wo man durchgehen kann, rein. Dann wieder Zaun. Verdammt, ich vergesse es jedes Mal. Und ich mache das echt nicht mit. Ah, jetzt fehlen mir Werkzeuge. Okay.
Oh, Leibeigene befördern. Ich glaube, ein paar haben auch wieder mal das nächste Upgrade verdient. Aufsetzen, 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 aufsetzen. So. Aber jetzt haben wir nochmal das Ganze ein bisschen vergrößert. Vor allem auch hier so außenrum noch. Das sollte denen gleich gut gefallen. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen hier Wachsierbäumchen hin. Vor allem in den passenden Abständen, die wir als Grundvoraussetzung angesetzt haben. Was hier, mein Herr, eure Truppen waren sehr hilfreich in den Angelegenheiten mit unserem Business. Mit anderen scheint es, die Angelegenheit noch lange nicht gelöst zu sein. Und wir brauchen immer noch ihre Unterstützung. Was ist hier? Mittelschwer. Machen wir noch weiter, oder? Wir helfen doch unserem König. So. Und hier würde ich gerne so Ziersträucherchen, also einen Zierstrauch hinsetzen. Bei dem Durchgang. Aber jetzt müssen sich ja die Wege so ein bisschen wirklich anpassen, weil ich ja den Durchgang genommen habe. Oh, Bau abgeschlossen Kirche. Jetzt ist die Kirche fertig. Das kann uns jetzt natürlich ordentlich ins Geld gehen. Aber was kann ich... Wie kriege ich hier einen blöden Pfarrer? Irgendwo muss ich doch... Oh, Audienz wird wieder gebeten. Was wollt ihr denn schon wieder? 30... Oh nee, da kann ich euch leider nicht helfen, du. Wie kriege ich zur Hölle... Glockenturm? Ja, lass mal so. Wie viel haben da Platz? 20. Das reicht fürs Erste, glaube ich, oder? Also eigentlich haben wir doch genug Plätze jetzt, oder? Ich denke schon. Was kann ich eigentlich hier? Kann ich hier vielleicht irgendwie was machen, dass ich... Ne, da kann ich auch nichts machen. Ich habe mir gedacht, vielleicht musst du irgendwie was machen, damit das funktioniert. Mit dem Priester, oder muss ich mir da einen irgendwie bestellen? So wie bei einem speziellen Bestellformular, dass ich das brauche. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eure Soldaten sind im Ausland. Ich bin ja gespannt, was die mache. Wenn ich hier auf Bearbeiten klicke, ne? Ich würde sagen, ich hätte hier oben gerne noch so ein Teil hier. Ich würde nicht gerne zwei Erweiterungen hinsetzen. Laden, was? Mein Herr, wir waren wieder siegreich. Dennoch gibt es eine letzte Schlacht, die ausgetragen werden muss. Die ist jetzt schwer. Es wird keine leichte Aufgabe sein, entscheiden Sie sich. Komm, laden. Für Ruhm und Vaterland oder so, wie es hieß. Das tun wir jetzt erst nochmal so lassen, aber das wäre der nächste Plan, hier zu erweitern. Kostet wieder viel. Und eigentlich müsste... Ja, die sind wieder zufrieden. Das ist ja wie alles super. Alles super, alles schnieke. So, Brot... Oh, Brot schaut wieder super aus. Oh. Rohstoffe für Days. Und so Zeugs, ne? Klamotten sind tonnenweise da. Wir brauchen halt da hinten. Und doch noch... Ich sage sogar zwei Sammlerhütten. Damit beschäftigen, weil das Essen halt echt knapp wird. Ich bin gespannt, wie es unseren Soldaten geht.
ob die zurückkommen, ob sie es jemals zurückschaffen werden. Man weiß es nicht. Man weiß nur, dass sie in einer weit entfernten Ortschaft namens Baden sind. Hier müssen wir dann eh auch mal ausbauen. Da muss noch ein zweites Gebäude hin und alles, glaube ich. Es haben sich null entschieden, da zu bleiben. Wahrscheinlich, weil zu viele Arbeitslose aktuell wieder da sind. Jo, da sind wieder tonnenweise Arbeitslose gerade. Tonnenweise. Das wieder super ist das. Aber wir haben eh gleich mal wieder hier Arbeit zu vergeben. Ich hätte echt zum Beispiel, wenn ich jetzt Wohngebiete angebe. Oh ja, hier sind sie. Hier ist eine hohe Attraktivität, hier ist mittel, hier ist niedrig. Aber du siehst, wie man sieht hier, wie extrem das abstimmt. Das ist super. Das Gebiet ist sehr beliebt da, sehr hoch und alles. Und vor allem können wir dann hier außen rum schön. Nein, unsere Soldaten wurden besiegt. Wie viel kommen denn zurück? Kriege ich jetzt trotzdem? Ich schicke direkt ein paar neue mal in die Ausbildung. Drei sind noch da, oh nein. Acht Soldaten brauchen wir insgesamt jetzt. Die sich darum kümmern, dass unser Land wieder aufgebaut werden kann. Okay, einer ist noch frei. Also sind schon mal wenigstens alle Leute wieder an Arbeit beschäftigt. Die Soldaten trainieren wieder fleißig. Muss ich dann nochmal hin? Army Mission. Verwundet, vollständig ausgebildet, großteils ausgebildet, teilweise ausgebildet. Ungeübt, ungeübt und einer ist noch verwundet, teilweise ausgebildet. Die akzeptierte Mission ist weg, genau. Das ist noch die einzige verfügbare Mission. Da habe ich voll viel Tote bekommen. Da habe ich eine Verwundete. Nicht unbedingt so schön geendet, aber hey, unser erster militärischer Einsatz war somit ja auch halb erfolgreich. Und wir kriegen immer noch mehr. Bedeutet, wir können nachher richtig große Einheitentrupps losschicken. Wie gut das ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber pscht. Was mich ja interessieren könnte, würde, wie mache ich zum Beispiel hier, wenn ich sage, ich will bearbeiten. Ich will jetzt eine zweite Haupthalle. Geht das, wenn ich hier sage, oder was? Rustikaler Hauptteil. Gibt es denn da auch einen modernen Hauptteil? Kann mit einer Funktion. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier nochmal ein großes Teil hin. Ach, verdammt! Da vorne so einen Eingang reinmacht, das schaut ja voll gescheit aus. Wir machen jetzt so einen Eingang. Das gibt ja auch hier Katzen. Na, wir setzen jetzt hier einen Eingang hin. Eine Dachluke hier. Einen Balkon nach hier vorne und eine Brücke. Eine Brücke. Stallungen. Ich bring einfach nur noch Plus. Dann würde ich sagen, erweitern wir das Saal doch, oder? Weil Küche hätten wir ja rein theoretisch schon. Dann tun wir da nochmal ein bisschen rummachen, weil wir jetzt vor allem auch dann ja weitere Einwohner brauchen, die sich darum kümmern. Wie geht's eigentlich mit der? Ist die dauerbeschäftigt mittlerweile oder ist die immer noch sehr ruhig?
Ja, Weizen haben sie mittlerweile alles verbraucht. Obwohl wir tonnenweise ja produzieren, aber wenn ich jetzt hier das alles freilege und anfange, dann hauen wir dann noch ein Holzfeld hin und hier tun wir dann wirklich Felder nach Feldern hin. Dann wird das schon klappen. Also ich würde mir erstmal sagen, alle zu Leibeigenen vor allem. Und dann wieder ein paar Beförderung zu Soldat. Ich kann die sogar upgraden. Nö. Das war eine Soldatin also. Und kann bis zum Ritter werden. 5 Soldaten erforderlich für Ritter. Regeln für Beförderungsrang. Erfüllt alle aktuellen Bedürfnisse. Oh. Luxus fehlt den. Oh, dem fehlt Luxus. Aber Bier kann er kaufen. Ah. Schauen. Das kriegt er. Also auf jeden Fall, das Bier. Das kann er sich kaufen. Das kann sie sich kaufen. Nahrungsmäßig Wildschwein. Wo soll ich den Wildschwein verkaufen? Ich bin also 83% happy. Ein Platz zu wenig für Häuser. Was? Es fehlt an Nahrung. Ich verstehe nicht ganz, wo sollen wir denn jetzt hier zum Beispiel auf Fisch gehen? Oh, ich kann Wildschweine verkaufen, ihr wollt mich verarschen. Oh Gott, oh Gott. Kann ich solche Gebäude verschieben zum Beispiel? Eine Schneiderei. Baumenü. Nein, stopp, stopp. Nein, zumachen. Zumachen. Jetzt ganz ruhig bearbeiten. Ins Leben, einen Lebensmittelstand. Den wir nach hier stellen. Mit einem roten Dach. Und noch ein Lebensmittelschildchen. Baubeginn und natürlich priorisieren, damit das alles so funktioniert. Wir haben noch einen, der Audienz will. Da können wir doch gerade sogar helfen. Ich habe gerade so eine nahe Kamera gehabt, das war gerade richtig unangenehm. Ah, jetzt haben sie die Wege umgebaut. Aber hier gleich könnte ich noch einen einsetzen, ne? Bären schauen mittlerweile auch gleich ganz stabil aus wieder. Das ist gar nicht schlecht. Also wir halten uns ganz gut. Wäre aber super, wenn ihr das langsam hier fertig kriegt. Ah, hier bauen sie auch ordentlich. Alter, das kostet viel Zeug. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.